Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es so ein kleines Nachtragvideo zu meinem Hirntumor-Video über meine Krankheitsgeschichte. Das Video kriegt im Moment sehr viele Aufrufe und mich erreichen sehr viele Kommentare und ich habe mich mit mehreren von euch da draußen ausgetauscht, was mich auch sehr freut. Obwohl der Grund des Austausches natürlich nicht so schön ist, weil es natürlich immer noch um eine Erkrankung geht und so weiter. Heute soll es mehr so um meine Bestrahlung gehen, weil sich das manche Leute auch nochmal gewünscht haben, dass ich das nochmal explizit alles erzähle, wie das so abgelaufen ist und wie das so war für mich und so weiter. Da haben sich das einige noch gewünscht, deswegen wollte ich das jetzt nochmal nachtragen sozusagen. Und dann möchte ich gerne über ein Thema sprechen, was bei sehr vielen auch, die mit mir geschrieben haben, sehr aktuell ist. Und zwar, dass sie Angst haben, zum Arzt zu gehen. Und das möchte ich jetzt gerne ganz aktuell thematisieren. Ich hatte vorhin erst jemand, die mich kontaktiert hat aufgrund meines Videos und gesagt hat, dass sie Angst hat, zum Arzt zu gehen. Aber dazu komme ich später. Ich möchte jetzt erst mal anfangen mit meiner Bestrahlung. Und zwar, wie gesagt, wenn ihr das Hirntumor-Video gesehen habt, also von meiner Vorerkrankung, dann wisst ihr ja Bescheid. Ansonsten verlinke ich euch das nochmal in der Infobox. Also ich habe, wie gesagt, ich habe vor ungefähr 5 Jahren die Diagnose Hirntumor bekommen, also Acusticus Neurinom in dem meinem Fall. Es ist nicht speziell ein Hirntumor, er wird umgangssprachlich so genannt, aber eigentlich ist er das gar nicht, weil er halt nicht im Gehirn, sondern unter dem Gehirn an den ganzen Nervenbahnen, deswegen auch das mit meinem Gesicht und so weiter. Am besten guckt ihr euch einfach das Video an dazu. Das ist so ein bisschen länger, aber da erzähle ich alles, wie ich das erfahren habe und was gemacht worden ist und so weiter. Jetzt soll es mal um die Bestrahlung gehen und wie gesagt, wenn ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich operiert worden bin und dass dort nicht alles entfernt werden konnte, weil ansonsten die ganzen Nervenbahnen geschädigt worden wären und mein Gesicht hätte sich nie wieder zurückgebildet und ich wäre komplett taub gewesen, obwohl es sich jetzt schon anfühlt wie komplett taub. Das hätte mich nicht so gestört, aber das mit meinem Gesicht schon, weil ich wollte nicht mein ganzes Leben lang so rumlaufen. Deswegen war ich auch ganz froh über die Entscheidung von meinem Chirurgen, der das gemacht hat. Und wie gesagt, ich würde es eins in eins nochmal genauso machen. Und ich bereue das auch überhaupt nicht, dass es nicht komplett entfernt worden ist. Genau, und wie gesagt, weil es halt nicht komplett entfernt worden ist, wurde das erstmal überwacht. Ich war wieder alle 3 Monate beim MRT, also Magnettomographen. Da werden halt so Schichtaufnahmen vom Gehirn oder anderen Körperteilen gemacht. Bei mir war es halt das Gehirn. Und da haben sie dann auch später nochmal eine Aufnahme von der ganzen Wirbelsäule gemacht, weil ja der Verdacht im Raum stand, dass ich eine Erbkrankheit habe. Wenn ihr wollt, kann ich euch dazu auch nochmal ein Video machen, aber das soll jetzt nicht so das Thema von dem Video werden. Auf jeden Fall war ich dann alle 3 Monate zur Kontrolle, um zu sehen, ob sich da irgendwas tut, ob er jetzt einfach so bleibt, ob er sich vergrößert, einfach um das zu beobachten. Und man hat dann halt so die Tendenz gesehen, das war jetzt dann ein paar Jahre, also ich hatte letztes Jahr die Bestrahlung, das war 2015. Ja, man hat halt bis kurz davor, ein halbes Jahr davor, halt immer so verglichen von dem Jahr davor und dann halt genau abgemessen, wie groß der ist. Und die Tendenz war halt da, dass er halt wächst und dass er es auch weiterhin tun wird. Und natürlich wollten die Ärzte nicht, dass wir so lange warten, dass er wieder so groß ist und man wieder operiert werden muss. Deswegen wollten wir natürlich auch handeln und da ich auch mit der Schule fertig war und meine Ausbildung noch nicht angefangen habe, sondern erst Monate später, war eigentlich so der perfekte Moment. Das war dann, wie gesagt, 2015, das war Juli 2015, wo wir dann die Bestrahlung haben machen lassen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das relativ schnell zu machen. Und damit ich das halt, bevor ich meine Ausbildung anfange, alles hinter mir habe. Und das ist auch, hat auch alles soweit geklappt. Wir haben dann halt einen Termin uns geholt. Und das ist, wie gesagt, erfolgt dann in diesem Gamma Knife Zentrum, also diese Bestrahlung heißt Gamma Knife explizit. Das ist eine Bestrahlung, die punktuell ist, sehr, sehr punktuell.
Das wird ganz, ganz genau bemessen, sodass man auch kein Gewebe rundherum halt beschädigt. Wie gesagt, das war halt in Krefeld. Das war halt so, wie viele Stunden Autofahrt von mir aus? Ich glaube, 4 Stunden ungefähr. Und die Verkehrslage ist auch nicht so super. Also wir mussten relativ früh losfahren, weil wir hatten, soweit ich das weiß, irgendwie um 9 Uhr einen Termin. Und das dauert halt jetzt schon. Wir sind, glaube ich, 5 Stunden vorher ungefähr losgefahren. Wegen der Verkehrslage und so weiter. Und waren, glaube ich, auch soweit pünktlich da. Vor mir war aber noch jemand dran und wir hatten halt das Problem, beziehungsweise nicht ich, sondern das Zentrum da, dass die einen Systemausfall hatten, also dass der Computer irgendwie nicht richtig funktioniert hat und so weiter. Deswegen haben wir noch 2 Stunden da gesessen, bis überhaupt irgendwas passiert ist, weil, wie gesagt, die erstmal das System wieder zum Laufen bringen mussten. Das war natürlich blöd, dass es genau an dem Tag passiert ist, wo ich da bin. Und ich hatte auch schon, also meine Mutter und ich, wir hatten beide schon ein bisschen Angst, dass wir wieder zu nach Hause fahren müssen, weil ich meine, man fährt ja nicht so eben 4-5 Stunden einfach mal so. Und wenn man das dann nicht gemacht hat, wird man auch wieder nicht nach Hause fahren. Deswegen haben wir natürlich erstmal gewartet, geguckt, was die denn so sagen, ob das auch heute alles wieder klappt und so. Und irgendwann hat es dann halt wieder geklappt, nach 2 Stunden ungefähr. Dann war aber noch der Patient vor mir dran, der wurde bestrahlt, ich glaube, irgendwas mit 70, 90 Minuten hat es bei ihm gedauert, deswegen haben die dann während der Zeit, wo er da drin war, halt die Vorkehrungen gemacht, also das, also dieses ganze Vorprozedere, bevor die eigentliche Bestrahlung anfängt. Und im Eigentlichen fängt das so an, dass man in einen Raum kommt mit einem Stuhl und man kriegt dann erstmal so einen Schnaps, sozusagen, oder was. Habe ich das endlich gespritzt bekommen? Ich glaube, ich habe es sogar gespritzt. Ich glaube, ich habe es gespritzt bekommen, bin ich der Meinung. Weil es auch sehr schnell gewirkt hat. Also das muss eigentlich gespritzt worden sein. Ich kann mich da irgendwie nicht so krass dran erinnern. Auf jeden Fall habe ich mich danach gefühlt wie betrunken. Also es war halt so ein Beruhigungsmittel. Was auch echt ganz gut war. Auf jeden Fall habe ich mich eigentlich echt ganz cool gefühlt, als ich das dann in mir drin hatte. Und das hat sich aber dann geändert, als die angefangen haben, mir diesen, wie nennt man das, Stabilisator an den Kopf zu machen. Ich habe euch da ja schon in meinem Tumor-Video ein Bild eingefügt. Ich kann euch das hier auch nochmal einblenden. Und zwar haben die dann halt, wie gesagt, das ist an 4 Punkten an den Kopf befestigt, 2 hier vorne, 2 hinten. Und da wurden halt 4 Betäubungen gesetzt, halt, damit man das natürlich nicht, den Schmerz nicht merkt. Und wie gesagt, da hat der Arzt halt erstmal angefangen, die haben halt so dieses Vorgestell hier aufgebaut über mein Gesicht und damit sie gucken, genau wo müssen sie jetzt spritzen, wo wird das dann rangeschraubt. Und als es dann halt die Punkte festgelegt waren, hat er dann angefangen zu spritzen und wirklich, ich kann wirklich einiges ab, aber als er dann angefangen hat zu spritzen, war mir alles vorbei. Weil das hat so unglaublich gebrannt und wehgetan. Das war wirklich das Schlimmste an dieser ganzen Bestrahlungssache. Weil es einfach so gebrannt hat. Es war so unangenehm. Vor allem hier hinten. Ich habe ja hier hinten meine Narbe. Da hat er mir hier oben auch eine reingesetzt. Und das tat noch mehr weh, weil da halt dieses Narbengewebe ist. Und das tut so unglaublich weh bei mir. Also mir tat es sehr weh. Ich will euch natürlich keine Angst haben, falls ihr sowas vor euch habt mal. Also wie gesagt, wegen der Narbe tat das so weh und ich war so froh, als das vorbei war. Danach haben sie dann halt das hier rangeschraubt direkt und dann, ja, man hat es halt gemerkt, es war nicht so angenehm, weil es ist halt Metall und es liegt halt ganz schön schwer auf dem Kopf und man darf halt nicht so schnell Bewegungen machen, ansonsten klappt der Kopf irgendwo zur Seite und das will man ja auch nicht. Deswegen musste man halt immer ein bisschen vorsichtig sein damit und dann hatte ich halt dieses Metallding auf dem Kopf. Und dann haben die mit diesem Metallding, was auch immer das war, dann nochmal ein MRT gemacht. Also sie haben mich dann halt genauso da reingelegt wie auch in die Röhre bei der Bestrahlung, damit die halt genau abmessen können, wo sich der Tumor befindet, was bestrahlt werden muss und was nicht. Und deswegen haben die halt vorher nochmal das MRT gemacht und nochmal ein CT, einfach komplett, um das zu berechnen.
Und dann hat der PC, der ja vorher nicht gelaufen hat, also das System, das dann alles berechnet und was dann, wie gesagt, bestrahlt werden muss und so weiter. Das ganze Bestrahlung, das ist Kobaltstrahlung. Ich glaube, Beta-Kobaltstrahlung. Wenn das falsch ist, dann schreibe ich das hier nochmal hin. Auf jeden Fall radioaktive Strahlung. So in der Art, wenn ich das jetzt so richtig erklärt habe. Ich glaube ja, weil an der Schleuse da, wo es dann halt zur Bestrahlung geht, ist auch so ein Zeichen. Achtung, radioaktiv oder so. Aber wie gesagt, was halt punktuell ist, trifft es halt wirklich nur den Tumor und sonst gar nichts. Und ja, das ist natürlich ein großer Vorteil von dieser Bestrahlung. Naja, wie gesagt, dann hatte ich ja das MRT und das CT und dann konnten sie halt genau die Lage berechnen. Und dann ging das eigentlich auch kurz danach los. Ich fand das so witzig. Was ich witzig finde, ist, wenn der Patient, der vor mir dran war, da läuft dann halt diese Uhr ab, genau halt wie lange er da drin sein muss. Und dann macht so ein Pling wie bei einem Ofen, wenn der Braten fertig ist. Das ist dann bescheuert. Meine Mutter meinte dann auch am Ende so, ja, du bist fertig gebraten, ne? auf jeden Fall, als er da raus war, bin ich dann da rein und dann haben die mich halt, nochmal so ein Gestell auf den Kopf und haben mir nochmal irgendwie, ich glaube, die haben mir Cortison gespritzt, dann fing die Kopfhaut so an zu kribbeln und im Intimbereich fing es auch an zu kribbeln. hatten aber schnell nachgelassen und ich weiß nicht, auch ich habe noch was gegen Übelkeit bekommen, genau, falls mir übel wird. War mir dann auch gar nicht, also während der Bestrahlung ging es mir eigentlich soweit richtig gut. Also das war so der entspannteste Part von allem und auch der schmerzfreiste Part. Und auf jeden Fall lag ich dann da drin. Ich glaube 23 Minuten, das war echt nicht viel, weil also, wie gesagt, der vor mir war halt wesentlich länger da drin. Ich glaube es waren 70 Minuten, die er da drin war. Und ich war das über 20 Minuten, ich glaube, nicht mehr als eine halbe Stunde auf jeden Fall nicht. Ging halt echt schnell, war echt überrascht, dass es so schnell geht. Und während der ganzen Bestrahlung wäre es sonst ein bisschen komisch gewesen, deswegen haben die mir halt Musik eingespielt. Schön laut. so 90er Musik, Katnage und sowas habe ich dann da gehört währenddessen. Um jetzt so ein bisschen abzulenken, weil halt dieses Ding in dieser Röhre, es ist halt nicht so eine richtige Röhre, es sieht sowas aus wie so ein Ofen. Ich kann euch auch mal ein Bild hier einblenden, wenn ich eins finde bei Google oder so, wie es aussieht. Und es sieht auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Auf jeden Fall ist es halt nicht so beengt wie beim MRT oder beim CT. Deswegen ging das eigentlich so von der Beengung her. Dann haben sie mich auf jeden Fall da richtig eingespannt. Ich konnte nichts bewegen, gar nichts. Deswegen damit halt auch nichts verrutscht, dass alles genau punktuell ist, wie es sein soll und nicht, wo irgendwas hinkommt. Und dann ging es los und da haben sich halt oben so Scheiben, so, also es war so ein Halbkreis sozusagen, so eine richtige halbe Kugel halt, die hier oben drüber war sozusagen. Und die hat sich halt immer so gedreht und da waren halt so Löcher drin und so und da kommen halt die ganze Strahlung raus und werden dann punktuell auf diesen einen Punkt dort spezialisiert. Und wenn ich ein Bild habe, dann blende ich das auch nochmal ein, wie das so funktioniert. Und wie gesagt, währenddessen habe ich eigentlich nichts gemerkt. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, dass meine Gesichtshälfte hier mega gekribbelt hat, weil ja mein Tumor ja auch an den Gesichtsnerv liegt. Also sonst habe ich nichts gemerkt. Es hat nur so mega gekribbelt hier auf der Gesichtshälfte. Dachte auch so, wow, man fängt das so richtig an zu kribbeln. War teilweise ein bisschen unangenehm, weil ich meine, so 30 Minuten oder 20 Minuten kribbeln ist nicht so toll. Aber war nicht so schlimm wie diese Birnbetäubung, die sie mir vorher gesetzt haben. Naja, auf jeden Fall war ich dann nach 20 Minuten durchgebraten sozusagen und war fertig und konnte dann halt da wieder raus und dann haben die mir auch direkt das Gestell abgenommen und die Sache ist die, wenn man so ein Gestell drauf hat und die das abschrauben, da hat sie auch vorher mich gewarnt, das fühlt sich an, wenn sie das abschrauben, als wenn man das noch mehr ranschraubt, da hat erstmal richtig Druck auf dem Kopf, was total komisch ist. Also ich hatte wirklich richtigen Druck, als sie es abgenommen haben und ich war so froh, als es dann vorbei war auch. Und danach ging es mir eigentlich auch wieder ganz gut. So, danach bin ich erstmal, also danach habe ich dann hier so, also hier sind ja so kleine Wunden gewesen halt. Und damit hier halt keine Narbe entsteht, haben sie da so Stripes drüber gemacht. Damit das sah halt dann, ich glaube ich konnte das nach 2 Tagen abmachen. Und das sah halt nur aus wie ein Mückenstich. Und
Und da ist keine Narbe, ist hier nichts. Also man sieht gar nichts mehr davon. Und ich hatte dann halt hier so zwei Strippen halt hängen. Bin dann danach erstmal zu McDonald's mit meiner Mutter, weil ich dachte mir, das habe ich mir dann auch verdient. Ich hatte Hunger. Und ja, soweit ging es mir eigentlich ganz gut. Und dann sind wir zurückgefahren, die lange Fahrt. Und das Einzige, was ich halt gemerkt habe, ist halt, es war halt die Tage oder die Wochen nach meiner Bestrahlung ziemlich heiß letztes Jahr. Das heißt, ich konnte halt nicht so in der Sonne sitzen, weil ich habe sonst echt Kopfschmerzen gekriegt. Und man soll nach der Bestrahlung auch nicht unbedingt in der Sonne sitzen. Und ich konnte dieses Wetter halt überhaupt nicht ab. Und ich hatte halt danach halt eine Zeit lang wirklich mit dem Schwindel auch zu tun. Das ist auch normal, so Nebenwirkungen und so. Ansonsten hatte ich eigentlich nur noch Kopfschmerzen gehabt. Ansonsten hatte ich eigentlich nichts. Also danach ging es mir eigentlich, nach ein paar Wochen ging es mir halt dann wieder ganz normal. Und ich hatte halt, wie gesagt, ab und zu Kopfschmerzen gehabt und den Schwindel. Ich hatte das Gefühl, es lag halt auch noch ein bisschen an dem Wetter, weil es halt so heiß war, dass es das halt noch mehr verstärkt hat. Und ich glaube, im Winter oder im Herbst wäre es angenehmer gewesen. Aber naja, ich habe es dann hinter mir und soweit ging es mir dann auch gut. Und dann hatte ich im Januar dieses Jahr meine erste Kontrolle, also 6 Monate danach genau ungefähr. Und die meinten, das kann passieren, dass sich der Tumor erstmal anschwillt wegen der Bestrahlung. War bei mir nicht der Fall, bei mir war eigentlich alles normal, also war genauso groß wie vorher auch. Und ja, ich habe jetzt im Januar meine nächste Kontrolle. Ich bin super gespannt, wie es dann aussieht, ob er schon kleiner ist oder nicht. Ich kann euch dann noch gerne ein Update drehen oder ich kann euch gerne ein Update drehen, wenn ich wirklich Resultate sehe. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das dann aussieht, ob sich irgendwas verändert hat. Die meinen ja, es kann bis zu 3 Jahre oder so dauern, bis sich überhaupt was tut. Deswegen mal sehen. Das ist dann ja, wie viel später, 1,5 Jahre später dann jetzt die Kontrolle. Oder beziehungsweise 1 Jahr später nach dem letzten Mal. Deswegen bin ich schon ein bisschen gespannt, ob sich da was getan hat. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr ein Update haben wollt. Genau, das war jetzt so meine Bestrahlungsgeschichte. Ich hoffe, da war noch ein bisschen was Neues dabei, wie zum letzten Mal. Aber wie gesagt, viele haben sich das auch nochmal gewünscht, das nochmal explizit zu erzählen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es anschlägt und eigentlich schlägt sowas auch an. Also ich habe jetzt nicht gehört, dass sowas noch nicht angeschlagen ist. Ja, mal sehen. Wie gesagt, ich kann euch gerne auf dem Laufenden halten und hoffe natürlich, dass mein Tumor dadurch abgetötet wird oder kleiner wird und irgendwann halt weg ist oder nicht mehr aktiv ist zumindest. Genau, ja. Das war jetzt zum Thema Bestrahlung. Wenn ihr noch zu irgendwelchen anderen Themen was haben will, was ich euch erzählen soll, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, da bin ich auch gerne offen für. Und ja, schreibt mir, wenn ihr irgendwie Erfahrungen damit gemacht habt, schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Wir können uns gerne austauschen. Ihr könnt mich gerne immer jederzeit anschreiben. Genau. Und das war jetzt so das zu dem Thema. Und dann kommen wir jetzt zu dem zweiten Thema. Und zwar ist das Angst, zum Arzt zu gehen. Wir haben halt unter meinem Video zu meiner Krankheitsgeschichte halt viele geschrieben, dass sie Angst haben, auch einen Hirntumor zu haben. Oder halt verschiedene Symptome haben und sich aber nicht trauen, zum Arzt zu gehen. Und das total toll finden, dass ich das gemacht habe. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber ich hatte damals nicht so recht Angst, zum Arzt zu gehen, weil mein Hausarzt selber ja gesagt hat, kann ja gar nicht angehen, habe ich euch ja alles erzählt in meinem Video. Deswegen habe ich mir auch nicht groß Gedanken gemacht, dass da was ist. Deswegen konnte ich eigentlich auch nicht so richtig Angst haben. So vom MRT, von meinem allerersten MRT hatte ich schon ein bisschen Schiss. Ich wusste halt nicht, was mich erwartet, aber ja, es ist halt so, wenn man was Neues macht und das vorher nicht kennt. Deswegen, ich hatte eigentlich nicht so richtig Angst, zum Arzt zu gehen, weil ich auch einfach die Gewissheit haben wollte und auch einfach dachte, okay, vielleicht ist irgendwas und dann gehen nachher meine Symptome weg oder so halt. Ich hatte halt wirklich, weil mir ging es halt wirklich nicht gut, weil ich halt so lange Kopfschmerzen hatte, ist das ist halt wirklich auf die Nerven geschlagen.
Und ich konnte dann irgendwann auch einfach nicht mehr. Und deswegen war es für mich, auch so komisch es sich anhört, eine Erleichterung zu wissen, was ich habe. Auch wenn es nichts Gutes ist, sondern ja schon nicht gerade harmlos ist. Aber ich war halt einfach Gewissheit da, dass ich jetzt wusste, okay, das ist jetzt los bei mir. Und deswegen kann ich jedem von euch da draußen sagen, wenn ihr irgendwelche Symptome habt, dann ignoriert das nicht. Geht zum Arzt, es kann immer mal was sein. In den meisten Fällen ist es wahrscheinlich harmlos, aber das kann man ja nicht irgendwie verallgemeinern oder so. Also wie gesagt, es kann jedem passieren, mir ist es ja auch passiert. Und deswegen sage ich auch einfach offen und ehrlich, dass ich euch rate, wirklich zum Arzt zu gehen, wenn irgendwas ist, wenn ihr Kopfschmerzen habt oder sonst was. Dafür ist der Arzt da, der ist ja dazu da, um abzuklären, was mit euch nicht stimmt. Und ich weiß, dass viele Angst haben davor, die Diagnose zu kriegen, dass irgendwas Schlimmes ist, aber ich meine, die Sache ist die, man kann so eine Sache nicht ignorieren, weil irgendwann trifft es euch dann umso härter, weil es ist euer Körper, euer Leben. Ihr müsst damit klarkommen und niemand anders. Und das macht halt deswegen auch nicht Sinn, so lange zu warten. Weil ich meine, je früher, wenn wirklich was ist, je früher es erkannt wird, desto besser ist es und desto besser kann es behandelt werden. Deswegen, es soll jetzt auch gar nicht böse gemeint sein. Und ich weiß, ich kann das total verstehen, dass man Angst davor hat, dass man was hat. Ich habe auch öfters Angst, dass ich irgendwas habe jetzt nach der Sache. Natürlich, wenn irgendwas ist, dann denke ich auch, oh mein Gott, ich habe irgendwas. Aber ich kann das verstehen, das ist ganz normal, dass man Angst davor hat, dass man was Schlimmes hat. Aber wie gesagt, die Ärzte wollen euch nur helfen und die sind dazu da, euch durchzuchecken und zu gucken, was euch fehlt, was nicht gut ist. Und ich meine, es ist ja auch nicht schön, ewig mit solchen Symptomen zu leben und darunter zu leiden. Und darunter leidet auch die ganze Lebensqualität ja auch. Und wie gesagt, bei mir war es halt auch so, ich wollte einfach wissen, was geht vor. Ich konnte nicht mehr. Und ihr solltet eigentlich, also ich hoffe nicht, dass ihr an den Punkt kommt, wo ihr sagt, ihr könnt nicht mehr. Und wenn ihr irgendwas merkt, geht auf jeden Fall zum Arzt. Es muss nicht immer was Schlimmes sein, wie gesagt. Es kann jeden treffen, dass es irgendwas Schlimmes ist. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, so, dass je eher es erkannt wird, desto besser sind eure Chancen. Und ich meine, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, wenn das bei mir eher erkannt worden wäre, irgendwie, dann hätte ich keine OP haben müssen, dann wäre ich bestrahlt worden, mein Gesicht wäre jetzt noch normal, ich könnte jetzt noch hören. Das ist halt so eine Sache. Also, ich hatte zwar vorher nie so die krassen Symptome, die kamen halt erst da, ich konnte es nicht eher irgendwie rauskriegen, was da nicht stimmt. Aber wenn ihr merkt, ihr habt schon solche Symptome, so wie ich es ja auch hatte, lange Zeit lang, also 3 Monate lang hatte ich ja diese Kopfschmerzen und so. Wenn ihr merkt, ihr habt das längere Zeit lang, geht zum Arzt auf jeden Fall, lasst es euch durchchecken. Weil, wie gesagt, ihr wollt ja nicht nachher das einfach ignorieren und dann nachher ist wirklich was Schlimmes und womöglich passiert dann noch was Schlimmes. Und ich meine, ich möchte euch wirklich keine Angst machen oder so. Wie gesagt, in den meisten Fällen ist es ja nicht mal was Schlimmes. Aber ich möchte wirklich nur sagen, geht auf jeden Fall zum Arzt. Es ist eure Gesundheit, es ist wichtig. Und ich will auch, dass meinen Zuschauern es gut geht. Und deswegen sage ich auf jeden Fall, macht es auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist überhaupt nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Ich soll an niemanden irgendwie böse gemeint sein, wirklich nicht. Es soll wirklich nur gut gemeint sein. Genau, weil ich habe so viele Sachen gehört in den Kommentaren und das tut mir wirklich so unglaublich auch leid. Und deswegen, also wenn ihr die Chance habt, dann macht es einfach. Und wenn ihr euch irgendwie dazu überwinden könnt, dann tut es. Und dann weiß man, allein diese Gewissheit, ich sag's euch, allein die Gewissheit, es wird zwar erst ein Schock sein, aber dass man die Gewissheit hat, mir ging es dadurch schon so viel besser, dass ich halt wusste, was geht in mir vor. Ich kann natürlich nicht für jeden sprechen in der Hinsicht, aber wie gesagt, ich möchte halt einfach nur, dass ihr auf euch achtet, dass ihr gesund seid, dass es euch gut geht und das ist das Wichtigste. Nur deswegen mache ich das jetzt mit diesem Video, beziehungsweise jetzt mit dem Ansprechen, dass man Angst hat, zum Arzt zu gehen. Nur deswegen mache ich das, weil mir liegt es selber am Herzen, dass es euch gut geht. Und deswegen, wenn was ist, dann geht zum Arzt und das kann ich
ich kann euch das wirklich sehr, sehr empfehlen. Und ja, wenn irgendwas ist, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt oder Angst habt, zum Arzt zu gehen, könnt ihr mich natürlich auch jederzeit anschreiben. Könnt ihr mir per YouTube Privatnachrichten schreiben. Ihr könnt mir auf Instagram direkt jederzeit schreiben. Das ist auch gar kein Problem. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas davon nicht habt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben. Dann kriegen wir das irgendwie hin, dass wir auch, so dass es nicht alle sehen, auch mal schreiben können. Und wenn ich euch irgendwie Tipps geben kann, wie gesagt, meldet euch einfach bei mir. Ich bin für sowas offen, weil ich weiß selber, wie schwer das ist. Und ihr müsst damit nicht alleine klarkommen. Wenn irgendwas ist, dann könnt ihr mit mir reden, ihr könnt mit euren Eltern reden, mit eurer Familie. Es ist immer einer da, ihr seid nicht alleine. Und deswegen ist es mir wichtig, euch das nochmal zu sagen und dass ihr auf euch achtet. Das ist mir nämlich super, super wichtig. Und deswegen, ja, war das jetzt so zu meinem Video. Und ich hoffe, es nimmt mir irgendwie keiner böse, dass ich das jetzt so angesprochen habe in meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht helfen, wenn ihr irgendwelche Symptome habt, dass ihr dann zum Arzt geht eventuell. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt mir gerne schreiben. Es ist mir sehr, sehr wichtig. Und genau, dann war es das jetzt zu meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ein Feedback, was auch immer, was ihr wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.